Hi, ich bin der Brian von Alphakirchen, Foto- und Videoproduktion. Und heute geht es um das Thema Ton. Genauer genommen um ein Lavalier-Mikrofon BYM1 der Firma Boya. Wir schauen und hören uns heute mal die Qualität dieses Mikrofons an. Ich habe mir dieses omnidirektionale Mikrofon vor geraumer Zeit bei Amazon für gerade einmal 17 Euro gegönnt. Grund der Anschaffung war, mobil zu sein und die Investition für eine teure Funkstrecke erstmal kurzfristig zu überbrücken. Daher betreibe ich es über Handy mit einer App, die sich Audiorecorder nennt. Nach längerer Suche habe ich mich für diese App entschieden, da sie werbefrei ist, wenig Speicher auf dem Handy verbraucht, einfach zu bedienen ist und die Qualität sich von anderen Apps nicht unterscheidet. Das Mikrofon kommt in einer Transporttasche mit einem Clip zur Befestigung an den Sachen, einer Schaumstoffkappe, wird per Batterie betrieben. Über diesen kleinen Zylinder könnt ihr umschalten zwischen Kamera- oder Handybetrieb. Damit ihr euch ein besseres Bild zu diesem Mikrofon machen könnt, durchlaufe ich mit ihm verschiedene Testszenarien. Ich vergleiche es mit anderen Mikrofonen, damit ihr auch einen Vergleich zu anderen Tonqualitäten habt. Ich benutze es in meinem Studio, da das ein sehr guter Referenzraum ist, da man oft Interviewsituationen in Büros hat und diese ähnlich aufgebaut sind wie mein Studio, also leichten Hall entwickeln und hier keine sonderlichen Maßnahmen durchgeführt wurden, um den Raumklang zu optimieren. Damit wir sehen und hören können, wie dieses omnidirektionale Mikrofon die Stimme und die Umgebungsgeräusche wiedergibt. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt in den Test. Erstes Szenario ist der Vergleich des Tons im Raum. Dabei nehme ich einmal auf das Handy auf, das zweite Mal auf die Kamera und zusätzlich noch über das Rode NTG2 zum Vergleich. Hier jetzt die Aufnahme über das Handy. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wünschte er sich Tupperware. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wünschte er sich Tupperware. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wünschte er sich Tupperware. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wünschte er sich Tupperware. Und hier nochmal zum Vergleich mit dem Rode NTG2. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wünschte er sich Tupperware. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wünschte er sich Tupperware. Und jetzt hört ihr eine Aufnahme, bei der ich den Ton direkt in die Kamera speise. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wünschte er sich Tupperware. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wünschte er sich Tupperware. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wünschte er sich Tupperware. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wünschte er sich Tupperware. Und zum Vergleich noch einmal der Ton mit dem NTG2. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wünschte er sich Tupperware. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wünschte er sich Tupperware. So, und dann wechseln wir mal ins zweite Szenario und testen, wie sich das Mikrofon draußen schlägt. Dabei werde ich wieder den Ton einmal mit dem Handy und einmal mit der Kamera aufnehmen. Und da stehen wir in meinem Garten für die nächste Tonaufnahme. Ihr hört jetzt das Boya mit dem Ton direkt ins Handy laufend. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wollte er Tupperware. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wollte er Tupperware. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wollte er Tupperware. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wollte er Tupperware.
Und zum Vergleich hört ihr jetzt noch einmal das NTG2. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wollte er Tupperware. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wollte er Tupperware. Und jetzt hört ihr den Ton direkt in die Kamera gespeist. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wollte er Tupperware. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wollte er Tupperware. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wollte er Tupperware. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wollte er Tupperware. Zum Vergleich noch einmal das NTG2. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wollte er Tupperware. Mick Jagger checkte populäre Frischhalteboxen. Natürlich wollte er Tupperware. Ist dieses Lavalier-Mikrofon sein Geld wert? Also für 17 Euro auf jeden Fall. Da bekommt ihr eine wirklich gute Tonqualität für das Geld. Natürlich, wer mehr ausgibt, bekommt auch eine bessere Tonqualität, wie beispielsweise mit dem Rode Wireless Go. Da habt ihr gleich noch eine Funkstrecke. Aber ihr müsst eben auch ein Vielfaches des Geldes investieren. Einen Nachteil bei diesem Mikrofon sehe ich schon einmal in dem langen Kabel. Das ist zwar in manchen Situationen sehr, sehr vorteilhaft, aber man braucht sehr selten die 5 Meter Kabel und hat unterm Strich viel mehr damit zu tun, das Kabel im Zaum zu halten, als praktikabel damit arbeiten zu können. Wenn ihr dieses Mikrofon beispielsweise für Hochzeitsvideografie verwenden wollt, benötigt ihr immer ein Handy pro Mikrofon. Heißt also, wenn ihr ein Pärchen filmt und beide verkabeln wollt, benötigt ihr auch zwei Aufnahmegeräte. Bei Interviewsituationen sieht das ein bisschen anders aus. Da gibt es von Boya eine weitere Lösung. Das nennt sich dann BY-M1DM. Da habt ihr zwei Mikrofone und die könnt ihr an ein Handy laufen lassen. Aber ihr habt eben jedes Mal dieses lange Kabel dran. In Situationen, in denen ihr ungebunden sein wollt, kommt ihr um eine Funkstrecke nicht umhin. Zum internen Ton einer Kamera oder eines Handys ist das eine deutliche Verbesserung. Und zum Einstieg in das Thema Ton ist das eine wirklich gute Preis-Leistung, die ihr hier mit dem Boya BY-M1 bekommt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich freue mich über jeden Support. Gebt mir ein Like, Abo und klickt die Glocke, damit ihr kein weiteres meiner Videos verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.